Antworten. Heute machen wir eine kurze Vorlesung und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Mir geht es nicht so gut. Daher mache ich einmal ein bisschen kurz. Es tut mir leid, ich hoffe, dass es morgen besser geht. Heute reden wir über Missing Values in Data Frames. Okay, danke. Ein Missing Value wird bezeichnet als NAN oder NAN oder NAN. Je nachdem, es kommt darauf an. Das Ding kommt aus der NumPy oder NumPy, numerisches Python heißt es. NumPy haben wir ja ein paar Mal benutzt, Numeric Python. Das ist so eine Bibliothek, so wie immer. Um man ruft sie die Dinge an, from NumPy. Import NAN, NAN, NAN und NAN klein. Das ist so ein Import Missing Values. Okay. Und es ist wichtig zu verstehen, was ein NAN bedeutet. Ursprünglich bedeutet not a numeric, not a number. Oder sowas, not a number, NAN. Aber ein NAN ist nicht ein Null, es ist auch nicht ein leeres String oder es ist nicht Anführungsstrichen gar nichts. Okay? Ist was anders. Und das kann man illustrieren und zwar folgendermaßen: NAN. Ich frage ihn, es ist wahr, dass NAN Boolean ist. Und dann sagt er false. Das ist, warte mal, doppelt. Er sagt false. Es ist nicht wahr, dass NAN etwas wahr ist oder etwas false ist. Print NAN gleich false. Das ist auch false. Oder NAN ist auch nicht 0. Okay. Oder NAN ist auch nicht leere Anführungsstrichen. Und NAN sind auch nicht NANs. Okay. Klingt so ein bisschen komisch, aber ein NAN-Wert ist nicht der Klasse NAN. Print NAN gleich NAN, sorry, NAN groß ist nicht NAN klein ist auch nicht, okay? Pandas hat diese Methode eingebaut für eine fehlende Datei. Okay, ein NAN als solches ist eine fehlende Datei. Eine leere Zelle auf Excel sozusagen. Also, wenn ich sage jetzt print PD ist 0 NAN. Dann würde ich sagen, das ist da. Dann gibt es einen Fehler, weil PD ist, wenn wir von deinem S, da würde ich sagen, ist true, weil ein NAN ist tatsächlich ein leeres Null. Okay, print PD ist 0 NAN groß. Das sagt er auch wieder true, print PD, also PD ist Pandas. 0 NAN. Auch true, okay. Pandas hat auch Methoden,
um zu testen, ob es ein Missing Value ist oder ein Nicht-Missing Value ist. Methoden für das Testen, der Missing Values. Ich kann sagen, print PD not null, NaN, und da kommt ein false, weil N1 null ist. Oder ich kann sagen, print PD not null 42, dann sagt er true, weil 42 ist nicht null. Okay. So. Soweit in Ordnung? Könnt ihr mich hören? Alle? Ja, okay. Danke, Arthur. Danke, Lawrence. Jetzt die Frage, wo kommen Missing Values her? Gut, die Dinge kommen natürlich aus den Daten, die wir dem Ding liefern, okay? Also wenn ich jetzt sage, ich hab hier die Dateien von letzte Woche, die ich euch zugeschickt habe, nochmal angehängt oder nochmal geloadet sozusagen. Ich sage print visited, dann liefert er mir sowas, okay? Und genau, da seht ihr drei Säulen, acht Positionen, drei Säulen, einmal die Identnummer, einmal den Site und einmal Date, wann, okay? Und dann auf der sechsten Position hier gibt es Identnummer 752, dann DR-3 und dann NAN. Das heißt, dass da ein Wert fehlt. Okay. Ich kann auch sagen, ich kann beide Dateien sozusagen mixen oder Survey habe ich auch. Okay, und hier fehlen keine Daten bei Survey. Und dann kann ich beide Daten dann mergen. Das haben wir schon gesehen. Visited. Daten merge. Okay, Survey. Left, diese Methode haben wir schon gesehen. Left on. Identität. Right on. Taken. Und kann ich sagen, print VS. Und dann printet er alles, was oder merged er alles, was die Identität Nummer 619 hat. 619 hier. Dann der Site holt er sich aus der Datei. Site der R1, dann dated, holt er sich wieder und dann rechts von taken kommt dann die zweite, also nach dem Ident, Site und Dated kommt Taken, Person, Quantity und Reading. Und ihr seht, wie hier Positionen 14 bis 17 jetzt plötzlich vier NANs haben. Das heißt, wir haben dieses NAN jetzt vervierfacht. Jetzt haben wir den NAN, den Missing Value, haben wir viermal. Weil wir ein Merge gemacht haben und dann da, wo vorher ein N1 stand, gibt es wieder ein N1. Ist klar? Ich glaube, das ist mit Sicherheit verständlich. Ich kann auch NAN-Daten manuell schaffen.
steht euch vor, the number of legs, wie viele Beine haben Tiere, PD, Series, okay. Jetzt mache ich mir eine Datei selber. Goats, eine Goat, eine Ziege hat 4. Und eine Amöba hat 9. Und sage hier im Print number of legs. Okay. Ich habe eine Series geschaffen und meine erste Position hat 4 Beine und die zweite Position hat ein Missing Value. Ich habe das alleine gemacht, sozusagen. Okay, ich habe das selber integriert in meine Datei. Das ist in einem Series. Okay, das kommt vor in Series. Jetzt mache ich das gleiche für ein Data Frame. Für ein Data Frame, jetzt mache ich jetzt Scientists. Gleich PD in Data Frame. Das ist jetzt nichts Neues. Mache ich jetzt deshalb ein bisschen schneller. Ich schaffe hier einen Data Frame. Okay. Name gleich die Klammer. Rosalie, warte. Rosalie Franklin, Komma, William Gossett, Komma, und ich im Occupation, Wiki Klammer, Occupation, Chemist, Komma, Addition, Komma, die Daten kennt ihr schon, naja, Born, dann eckige Klammer, 1920, 07, 25, in Anführungsstrichen. Ansonsten ist das doof. Komma, in Stichen 60613 und dann Komma und dann sage ich ihm Missing Doppelpunkt NAN, Komma NAN. Und dann sage ich im Print Scientists. Und wenn ich mich nicht vertippt habe, kommt da ein Data Frame, den ich jetzt da manuell sozusagen eingetippt habe, geschaffen habe, der erzählt, wie die, oder der zeigt, wie den Data Frame aufgebaut ist mit einem fehlenden Wert auf der letzten Spalte, nämlich in AN. Okay. Jetzt gebe ich euch eine Übung. Und dann könnt ihr 10 Minuten versuchen, das zu machen. So.
Bitte benutzen Sie die Methode Reindex, um LAN-Werte in einem Data Frame, in einem Data Set zu schaffen. Okay. Reindex Methode. Reindex in Klammer, also das ist sozusagen die Methode, die man nutzt. Durch die Änderung von Indexes in dem Data Frame erzeugt man NAN-Daten zum Beispiel. Ich habe jetzt hier in meinem in meiner Liste nur zwei Positionen. Wenn ich jetzt hier eine neue Position reintun würde, ohne einen Wert einzugeben, sollte es ein N1 entstehen. Das Problem habt ihr jetzt gehabt, als ihr die den Mittelwert von diesen Ländern ganz am Anfang, am ersten Tag oder am zweiten Tag zwischen einem Datum und das Jahr 2000. Ich habe euch gebeten, hier Daten einzugeben und ihr habt ein NAN gekriegt. Bewusst, weil es dort keine Daten gab und eine lineare Interpolation notwendig war. Okay? So, jetzt erkennen wir das, was passiert im Hintergrund, wenn wir jetzt, und deshalb möchte ich, dass ihr so ein bisschen googelt, die nächsten 5 Minuten, und in 5 Minuten schicke ich euch eine neue Einladung, damit wir diese Übung kurz machen. Okay? Also bitte versuche es. Neue Werte mit NAN. Also sozusagen keine Daten einzuführen in einem Data Frame, in einem Dataset mit der Methode Reindex. In 5 Minuten melde ich mich nochmal. Bis gleich. Wir machen dann weiter. Ich habe euch eine Datei geschickt, nämlich Country-Time-Series, und es gab meine, habt ihr schon. Wir arbeiten erstmal mit dem Gapminder, um die Übung von dem Reindex nochmal anzugucken. Könnt ihr euch erinnern, es ging um verschiedene Daten, die gekommen sind von dem von unterschiedlichen Ländern. Und wir können sagen, Group by Year, das ist jetzt nichts Neues, okay. Group by year und dann life expectancy und dann mean value. Okay. Und dann kann ich sagen, print life expectancy, und was wir hier gemacht haben, das sollte jetzt wirklich nichts Neues sein. Wir haben einfach genommen die Mittelwerte von dem Dings, von der Datei, und wir haben es einfach zusammengefasst in Mittelwerte. Aber was passiert jetzt, wenn ich sage, ich möchte hier neue Daten einbauen, zum Beispiel zwischen 2000 und 2010, was ich nicht habe. Okay, also stellt euch vor, ich sage print insert cell below. Ich sage hier print life expectancy dot loc. Dann sage ich range
2000, 2010 und dann Komma. Dann wird er sagen, scheiße, ich habe ein paar Daten fehlen. Okay, es ist, ich habe nur 2002 und 2007. Und das ist, was ihr oder mehrere von euch halt moniert haben. Hey, du hast uns eine Aufgabe gegeben, was nicht stimmt und wir haben die Daten nicht und so weiter. Natürlich, das stimmt nicht, weil ich wollte, dass ihr denkt. Ist gut, dass ihr meckert, aber wie gesagt, das Meckern bringt ja nichts, okay? Da, ich möchte, dass ihr selbe Lösungen findet, weil in der Wirtschaft gibt es auch dann keiner, der euch hilft. Und dementsprechend, das ist auch das beste Training. So, wir sehen hier, dass es uns Daten fehlen, wie es öfters ist und wie es immer sein wird. Und die Frage ist, was machen wir damit, okay? Und diese Frage werden wir später klären, aber es ist wichtig, dass es euch bewusst ist, dass wir in einem normalen Zustand uns bewegen, nicht in einem Zustand, was nicht da unbekannt ist, es ist nichts Unerwartetes. Okay? Wir können ein Subset machen von den Daten. Y2000 ist gleich Life Expectancy und dann eckige Klammer, sorry, Life Expectancy dot Index. Größer, gleich, größer 2000. Dann eckige Klammer zu. Und dann mache ich jetzt Insert so below. Dann sage ich ihm Reindex. Okay, und das war die, ein bisschen die Übung. Print Y2000 dot Reindex. Also, nee, warte mal. Entschuldigung. Sag ich print erstmal I2000. Er liefert mir alle Daten, die in dem Range zwischen 2000 und 2010 größer sind als 2000. Und dann liefern mir die Daten. Und jetzt mache ich einen Reindex. Print y2000.reindex. Dann unter Klammer Range 2000, 2010. Und er hat die neuen Indexes reingetan. Okay, so wie wir einfach mit der Log, hier war das mit der Log-Methode und hier haben wir das mit der Reindex-Methode gemacht. So, wir wollen auch mit diesen Missing Values ein bisschen arbeiten. Mit Missing Values. Dafür habe ich euch eine Datei geschickt per E-Mail, solltet ihr alle bekommen haben. country-timeseries.csv. Okay. Wenn ich jetzt sage, also ich rufe es auf mit pandas read-csv. So jetzt print ebola.count, Klammer auf, Klammer zu. Er sagt mir, Date habe ich 122 Werte, Day 122 Werte, Cases in Guinea 93, Cases in Liberia 83. Und so weiter und so fort. Das heißt, in Mali habe ich nur 12 Datensätze,
In Spanien habe ich 16, in den Vereinigten Staaten habe ich 18. Und das stellt eine Herausforderung dar, weil ich kann weder Mittelwerte, ich kann Sequenzen, ich kann vieles nicht tun, weil mir einfach die Daten fehlen. Wenn ein Mitarbeiter krank ist oder wenn ein LKW ausgefallen ist oder reelle Daten haben immer Probleme, haben immer NANs und wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Deshalb, diese Datei ist ganz gut, weil da fehlen einige, das sind einfach echte Zahlen, können wir einiges üben. Zunächst mal schauen wir die Anzahl Zeilen. Ebola.shape 0 und die Number, die Anzahl Missing Values. Number Rows minus Ebola.count. Okay, und dann sage ich Number Print Number Missing. Und das sind die Anzahl Datensätze, die mir fehlen. Ich habe die Anzahl Zeilen subtrahiert zu den Anzahl Datensätze. Und so kriege ich, wie viele Daten mir fehlen in Spanien, in Mali, in USA, Nigeria, Sierra Leone und so weiter und so fort. Wir können auch die Anzahl NANs in der Datei dann ermitteln und dafür Anzahl Missing Values in dem gesamten Data Frame. Dafür nutzen wir die Methode Count Non-Zero von NumPy im Zusammenhang mit S0. Import NumPy as NP. Dann print np.count unterstrich non-zero. Ebola ist 0. Klammer auf, Klammer zu. Dann sagt er mir, es fehlen insgesamt 1214 Datensätze. Ich das gleiche in Cases Guinea oder so, also ich weiß, es sind 29. Dann sage ich ihm print np.count non-zero. Das ist die Funktion. Okay. Ebola, eckige Klammer, Cases Guinea. Ist 0, Klammer auf, Klammer zu. Und dann sagt er 29. Fragen soweit? Eine andere Art, so kann ich wissen, wie viele Daten es fehlen. Ich kann auch also, ich kann auch Anzahl Missing Values mit der Methode Value Counts in eine Serie darstellen. Es wird die Frequenz der NANs
in einer Tabelle darstellen. Wie geht das? Gut. Print Ebola.cases Guinea.value counts. Dann drop NA, also lass alles, was NA ist, oder alles, was NAN ist, weg. Ich sage ihm false, add. Das gibt einen Fehler. Warum? Value counts hat ein S gefehlt. Okay. Dann weiß ich, dass ich 29 NA1 habe. Ich habe 86 Wert 3, 495 Wert 2 und so weiter. 112 habe ich zweimal und 390 habe ich zweimal. Okay. Fragen soweit? Okay. Dann mache ich Cleaning Missing Data. Okay, also die Reinigung sozusagen von den fehlenden Werten. Dafür nutzen wir die Methode fillNA, um die NAN-Werte mit anderen Werten zu kodieren. Okay, ich sage print Ebola fill NA 0. Okay, dot ilog. Dann Klammer auf, Klammer zu, 0 bis 10. Dann Komma 0 bis 5, damit ihr nur die ersten Datensätze zeigt. Ich habe einen Fehler. Den ich jetzt nicht erkenne. Hier ist der Fehler. Komma und dann eckige Klammer ist erst am Ende. Okay, so jetzt alles was Entschuldigung. Alles, was NA vorher war, wurde jetzt gefüllt durch ein Null. Jetzt kriegt ihr eine Übung, was euch hilft, die überhaupt erste Übung oder zweite Übung, die ich euch gegeben habe, zu lösen. Okay, jetzt möchte ich, dass ihr den viel NA-Methode nutzt, um den Mittelwert zwischen den vorherigen und oder vorgelagerten vor- und nachgelagerten Wert auf der Liste ersetzt. Für die Methode, um den NAN mit dem Mittelwert zwischen den vorgelagerten, vor- und nachgelagerten Wert ersetzt, auf der Liste ersetzt. Das heißt, zwischen 2769 hier
Also auf der Position Nummer 4 sollte der Mittelwert zwischen 2769 und 2730 kommen. Anstatt 0, was uns tötet sozusagen, bitte mach den Mittelwert. Das ist Aufgabe 1. Aufgabe 2. Nutze viel NA-Methode, um die NaN-Werte mit einer linearen Interpolation der Daten zu ersetzen. Okay. Ich gebe euch ein paar Hinweise. Man kann auch alternativ. Gut, ich gebe euch nicht die Methode vor. Die NaN-Werte, weil vielleicht verwirrt es. Hier können wir Feed-Forward-Methode nutzen, um Daten vor der Liste, zum Beispiel hier die Cases in Liberia sind dargestellt. Print. Forward Fill. Gibt es einen Fehler? Wieder. So. So aus. Der hat alle Werte jetzt zum Beispiel hier. Dieses Wert, diese vierte Position hier wurde befüllt mit der vorherigen Datei oder mit der vorherigen Wert. Hier genauso in der siebten Position seht ihr und in der neunten Position genauso. Ich kann aber auch sagen, fill backward. Also fülle bitte mit den vorherigen Werten. Genau das Gleiche. Und dann ein bisschen so ein Lösungsansatz für die Herausforderung vorher, die Aufgaben. Ist die Interpolation. Das braucht ihr zum Beispiel für die Lösung der Aufgabe vorher. Die Interpolation, okay. Nehmt einfach die zwei Werte 2769, 2730 und dann interpoliert er, nimmt er den Mittelwert. Also es ist eine lineare Interpolation. Es gibt andere, aber das wäre halt das Einfachste. Okay, da habt ihr einen Lösungsansatz. Das nächste und letzte heute ist das Drop Missing Values. Und ich kann sagen, print Ebola Shape. Okay. Ich habe 122
Zeilen, 18 Säulen in meinem Dataset und dann kann ich sagen Ebola DropNA. Ebola DropNA, Klammer auf, Klammer zu und dann print Ebola DropNA shape. Alles, was ein NA-Wert gehabt hat, wurde gelöscht. Und ich behalte nur die Daten, wo ich halt tatsächliche Zahlen habe, nur alles Zahlen habe. Das ist eine sehr harte Methode, die aber ja, selten zu benutzen ist, weil dann kann ich meine Daten so gut wie gar nicht anwenden. Okay. So, das war's jetzt, die Vorlesung heute. Video kommt online, den Skript schicke ich euch ein paar Minuten zu, per E-Mail. Und genau, wir sehen uns dann virtuell morgen früh. In alte Frische, ich hoffe, das gibt ein bisschen mehr Energie als heute. Meinerseits zumindest. Also, bis dann. Ciao.